Unvermittelt bäumt sich die Erde auf. 2016 erschüttert eine Erdbebenserie Mittelitalien. Ganze Dörfer liegen in Schutt und Asche. Das Beben trifft die Region völlig unerwartet. Denn selbst modernste Technik mag nicht exakt vorherzusagen, wann und wo Naturgewalten zuschlagen. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Konstanz sind zu dieser Zeit vor Ort. Gemeinsam mit internationalen Kooperationspartnern wollen sie ein alternatives Frühwarnsystem für Erdbeben testen. Mithilfe von Tieren auf den Bauernhöfen der Region. Der Auslöser war der große Tsunami in Banda Aceh, wo wirklich Hunderttausende von Menschen gestorben sind. Auch da war es so, es war ein Erdbeben unterseeisch, das einfach diesen Tsunami verursacht hat. Und damals kam die Idee auf, es haben Wasserbüffel und Elefanten überlebt. Und man könnte doch versuchen zu testen, ob das Wissen der Tiere, das Kollektive, das Gruppenwissen der Tiere ein solches Ereignis vorhersagen könnte. Vor allem dicht besiedelte Vulkanregionen werden heutzutage aufwendig überwacht. Viele Kontrollsysteme für Erdbeben reagieren auf primäre Druckwellen und damit nur wenige Sekunden vor einem Beben. Sie helfen beispielsweise technische Anlagen wie Strom- und Gasleitungen rechtzeitig abzuschalten oder Züge zu stoppen und Brücken zu sperren. Um Menschen effektiv warnen zu können, reicht diese Zeitspanne meist nicht aus. Der Ansatz der Verhaltensbiologen greift auf, was bisher nur zufällige Beobachtungen waren. Tiere verändern ihr Verhalten. Sie verlassen Schlafplätze, werden unruhig, lange bevor die Erde bebt, ein Tsunami die Küste verwüstet oder ein Vulkan Feuer spuckt. Der Vorteil von Tieren gegenüber einem technischen System ist, dass die untereinander kommunizieren, dass sie bessere Hardware und Software haben. Das heißt, die Sensorik, unsere Nasen, die Nasen der Hunde sind besser. Die Verarbeitung von diesen Signalen ist besser. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann muss man einfach sagen, hier arbeitet man mit 2 Milliarden Jahren Evolution, die einfach besser sein muss als ein technisches System. Die Forscher können nun in einer Studie zeigen, es sind nicht nur zufällige Beobachtungen oder Binsenweisheiten. Die Tiere zeigen tatsächlich messbare Verhaltensänderungen. Je nach Entfernung zum Epizentrum bis zu 20 Stunden, bevor die Erde bebt. 12 größere und unzählige kleine Beben ereigneten sich innerhalb von nur 6 Monaten. Noch nie wurden tierische Reaktionen vor Naturkatastrophen so systematisch ausgewertet. Wir zeichnen in Höchstauflösung die Bewegungsmuster auf. Das heißt, dieser Tag kann die Beschleunigung in 3 Raumachsen messen. Und damit können wir feststellen, ob die Tiere vor, während und nach einem Erdbeben Verhaltensweisen gezeigt haben, die vor allem vorher darauf hindeuten könnten, dass jetzt ein Erdbeben kommt. Das Merkmal der Studie: Nicht einzelne Tiere bringen die Erkenntnis. Für die Forscher ergeben sich die entscheidenden Muster erst aus der Beobachtung des Gruppenverhaltens vieler Tiere. Partner der Universität Konstanz liefern dafür die statistischen Modelle und Algorithmen. Diese wurden ursprünglich für die Vorhersage von Börsenkursen entwickelt. Auch bei einem anderen Langzeitprojekt mit freilaufenden Ziegen und Schafen am Vulkan Ätna kommen diese Vorhersagemodelle nun zum Einsatz. Und seit Dezember 2019 läuft die Folgestudie. Die Daten werden nun in Echtzeit ausgewertet. Bei deutlich erhöhter Aktivität der Tiere über mindestens 45 Minuten schlägt das System Alarm. Bisher kam das einmal vor. Und tatsächlich, 3 Stunden später, erschütterte ein kleines Beben die Region. Echtzeitdaten sind deswegen wichtig, weil wir natürlich im Endeffekt warnen wollen, was am Berg passiert. Das heißt, dafür müssen wir wirklich in Echtzeit wissen, jetzt spielen die Ziegen verrückt. Und dann sagen, okay, wir glauben, in 4 Stunden, in 6 Stunden geht's los. Weil das ist die wirkliche Vorhersage, das ist das, was die Leute hier vor Ort auch brauchen. Bestätigt sich das Potenzial von Tieren als natürliches Frühwarnsystem, soll in einem nächsten Schritt mit Hilfe des gerade an der Internationalen Raumstation in Betrieb genommenen Tierbeobachtungssystems Icarus rund um den Globus geschaut werden, welche anderen Tiere mit ihrem Verhalten vor Erdbeben, Tsunamis und anderen Naturkatastrophen warnen können. Dieses Netzwerk,
Das Internet der Tiere könnte in Zukunft vielleicht noch viel mehr über den Zustand unserer Umwelt, das Zusammenspiel des Lebens und die Veränderungen auf diesem Planeten verraten. Unserem einen gemeinsamen Lebensraum.